Ich bin beeindruckt, Wächter. Nicht viele Außenstehende begreifen nach so kurzer Zeit Orsamas etwas verworrene Politik. Ich bin Prinz Belen. Vortek hat mir erzählt, dass ihr gegen den Emporkömmling vorgeht, der den Thron meines Vaters an sich bringen will. Mein Vater hat 2 Söhne verloren, als sie sich gegeneinander wandten. Er war voller Trauer und Harrowmont tat alles, um ihn zum Äußersten zu treiben. Ich war sein einziges noch lebendes Kind und Harrowmont hat mich von ihm getrennt. Ich musste mich durch einen Boten von ihm verabschieden. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Wenn ihr das glaubt, weshalb seid ihr dann hier? Ihr braucht Hilfe und von Harrowmont bekommt ihr die nun nicht mehr. Und ihr würdet sicher euer Bündnis nicht riskieren, nur um das mit meinem Bruder herauszufinden. Ihr mögt mich nicht und das ist in Ordnung. Wir müssen jetzt handeln, nicht kunstfertig debattieren. Wir brauchen völlige Einigkeit, um diesen Kern des wahrhaft Bösen zu bekämpfen. Dann denkt an eure Ausbildung. Grundprinzip der Wächter ist, dass die dunkle Brut um jeden Preis besiegt werden muss. Ich kann euch die benötigten Truppen nicht geben, solange diese sinnlose Debatte Orsama in 2 Fraktionen teilt. Ihr habt selbst gesehen, unsere Stadt ist ein Tollhaus. Das Verbrechen nimmt Überhand. In so einem Chaos könnte ich den Thron nicht lange halten. Javier und ihre Kater stehen hinter all dem. Wenn ihr das tut und ich König werde, gebe ich euch für den Kampf gegen die dunkle Brut so viele Truppen, wie ihr braucht. Wir haben nur wenige Informationen über Javier. Ihr Hauptquartier ist in der Stadt des Staubs, dem untersten Teil der Stadt, und meine Männer haben dort kaum Kontakte. Vielleicht reden die Kastenlosen eher mit jemandem von draußen. Ich kann nicht um mehr bitten, aber erst wenn das Problem gelöst ist, kann ich euch helfen. Und jede Minute, die wir warten, bringt neue dunkle Brut ins Land der Menschen ein.